Freunde der Nacht und Violinmusik. Wir spielen mal wieder Mystery Mansion. Und letzte Mal haben wir erfahren, dass wir den Danny zu Unrecht beschuldigt haben. Und waren jetzt bei dem kleinen Mädchen, was uns einen Bruchteil ihrer Vergangenheit offenbart hat. Und jetzt gehen wir mal mit ihr ein bisschen spielen. Wenn es geht. Unser Spiegelbild sehen wir immer noch nicht. Die war zu müde, um zu spielen, bestimmt. Ja. Also haben wir auch gesagt, dass sie müde ist. Ja, das. Dann gehen wir jetzt entweder zu Danny oder zu dem Älteren. Ich würde sagen, wir gehen zu Danny und schauen. Können wir nochmal eben die Tarotkarte ziehen? Die Tarotkarte. Die Liebenden. Teufel. Danny? Danny? Läuft. Ganz entschuldigen. Ja, wir sind ja Ehrenmänner. Ehrenmänner? Ehrenmänner, das auch. ohne Witz, ne? Die Steuerung macht immer noch Spaß. Ich finde das gut, wie dieses Gefühl von einem Schmetterling hier vermittelt wird, wie man hier so ganz frei durch die Gegend geht. Hallo? Der ist Eggburn sauer. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt nicht sauer ist und uns einfach erschießt, wenn wir da lang gehen. Ja, das ist doch ein Arschloch. Kann ich mal eben speichern vorher? Geht das nicht möglich? Ja, ich frage mal die Regie, ist das möglich? Ist nichts unmöglich. Ja, aber das ist doch. Was ist das denn für eine Logik? Der hat das Buch nicht geklaut, also der ist eigentlich gar nicht so böse, aber dann erschießt er uns, oder was? Das ist die Geschichte, die Nico durchgespielt hat. Ich weiß es nicht, ich kann mich nur erinnern, dass er mich irgendwann erschossen hat. Er kam so eine Pistole. Zum Ältesten. Links. Ja, können wir nicht mal eben speichern einfach? Ja, so, alles verloren geht. Komm, wir speichern. Aber wir speichern jetzt auf dem zweiten. Oh, das ist ein schlauer Zug. Hallo. Das ist ganz schlimm, das Spiel. Ey, da merkt man auch, die schreiben ja von links nach rechts, die Seiten gehen von rechts nach links. Dann sind das hier. Das ist bestimmt ein japanisches Spiel, oder? Ja, natürlich. Aber ich meine, welche Japaner sind denn da noch so dumm gewesen, so Spiele zu machen? Also ich meine, konnten doch eigentlich was Besseres. Ja, hast du schon mal Resident Evil gespielt? Das macht einen fertig. Hui. Wer bist du denn? Ja, hör mal. Alter, wie kommt es, dass du so schlecht aussiehst? Mike. Und die Augenbrauen. Schreckliches ist geschehen. Der Kristall. Er ist gestohlen worden. Kristall? Wenn wir ihn nicht zurückbekommen, gibt es eine Katastrophe. Bitte. Ada! Was ist passiert? Wer hat das getan? Warum? Hä? Wie konnte das passieren? Ja, Ada ist tot, jetzt können wir nicht mehr rein in den Raum. Der ist tot? Ja, was ist denn gerade passiert? Ja, aber der ist doch nicht gestorben, weil sein bekackter Kristall geklaut wurde. Was ist das denn? Ja, aber er sah doch nicht gut aus. Ja. Da war ein spinker Schmetterling. Ach, das ist. Außerdem hatte er ja noch genug Kraft, um mit den Augenbrauen die ganze Zeit ein bisschen zu wiggeln. Schnapsdrossel, das ist der Übeltäter hier. Komm her, du Affe. Ohne Witz, der Affe hat alle umgebracht für seinen Schnaps. Wir werden ihn jetzt zur Rechenschaft ziehen und seinen Schrank öffnen. Stimmt doch nicht. Wie kann man sich da eigentlich. Was liegt da eigentlich am Boden? Siehst du das?
Das sind doch kaputte T-Shirts. Nein, ich kann da leider nicht hingucken. Ja. Das ist Graf. Oh. Boah, das ist unerwartet. Ja, ja, ja. Izumi? Was ist los? Ich bin ein Kuhle. Er hat gesagt, er wollte ein Mensch werden. Deswegen habe ich ihm gesagt, wie es geht. Ich hätte nie gedacht, dass er versucht, die Villa zu vernichten. Von wem sprichst du denn? Raymond. Ist der Turm, oder? Ja. Das ist unmöglich. Bitte glaub mir. Sag ja. Ja. Du auch? Ich kann es nicht glauben. Seht euch das an! Das ist Elders Buch. Du machst es also doch. Wie ihr seht. Nun, es war wohl falsch von mir, Danny zu beschuldigen. Aber weil Raymond mich gebeten hatte, wollte ich nur herausfinden, wie man wieder ein Mensch wird. Ach so. Ja, wir kommen gut voran diesmal, der die Folge. Kristall. Nur der Kristall kann den Mond neutralisieren. Das Licht im Herzen des Kristalls absorbiert das Licht des Mondes. Und wenn der Kristall stark genug ist, wird seine Strahlung intensiver und reicht viel weiter. Alle Lebewesen, die aus dem Mond ihren Nutzen ziehen, verlieren angesichts des Kristalls ihre Kraft. Nach einer Weile schenkt er ewigen Frieden. Ich verstehe. Die magische Kraft des Mondes ist im Vergleich damit nichts. Er kann nicht nur Hunter, sondern die ganze Villa auslöschen. Warte mal! Du möchtest wieder ein Mensch werden, ja? Wenn die Villa verschwindet, was wird dann aus uns allen? Ihr werdet alle sterben. Ihr seid bereits halb tot. Eingesperrt in der Villa entwickelt sich nichts. Es gibt keine Fortschritte. Ihr könnt genauso gut zusammen mit der Villa verschwinden. Das hattest du von Anfang an vor. Ich muss jetzt den Kristall bekommen und ins Heiligtum einbringen. Raymond will den Kristall an sich bringen und ins Heiligtum eindringen. Er wird Hunter umbringen und die ganze Villa verschwinden lassen. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Oh, das ist Raymonds Werk. Wovon redet er bloß? Die Schuld für unsere Lage liegt zur Hälfte bei mir. Kann ich irgendetwas tun? Doch, das ist doch unglaublich. Ja, 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 ich genau, doch, ja. Ich werde den Kristall beschützen. Er müsste in Enders Zimmer sein. Oh. Zumi. Ender ist tot. Elder! Das Kristall wurde auch gestohlen. Meine Güte! Jedenfalls müssen wir den Kristall von Raymond zurückbekommen. Sonst gibt es eine Katastrophe. June, gehen wir zu Raymond. Wartet! Es gibt da eine Abkürzung zu Raymonds Zimmer. In meinem Zimmer gibt es einen Geheimgang. Geil. Wenn nicht einmal er etwas weiß. Was war, ne? Macht's gut! Ja, jetzt sehen wir schön den Schnaps besorgen. Ach so, ja. Ich habe immer gesagt, irgendwo ist ein Geheimgang, aber das habe ich nie bei dem gesagt. Das ist natürlich auch gut, dass ich. Ja, geh einfach mal zum Schrank. Ja, dass ich bei dem Raymond gesagt habe, das ist der einzig coole. Nee. Hast du nicht gemerkt, dass du noch auf eine andere Stelle gucken kannst, wo du vorher nicht hingucken konntest? Nein, warte. Ja, war da nicht jetzt dreh dich mal noch einmal. Noch einmal? Dann geht's los. Geradeaus. Oder nicht? Oder A? Oder auch nicht. Okay, vielleicht auch nicht. Ja, dann geh einfach den normalen Weg, oder? Oder müssen wir den Geheimgang? Na, jetzt bin ich ja. Jetzt hab ich aber schon Lust auf den Geheimgang. Geh doch einmal nach vorne. Geh doch mal nach vorne. Ach so, ging doch schnell. Ach ja, wir sind ja ein Schmetterling. Fällt einem wieder ein. Wo kann der Kristall wohl sein? Wie dem auch sei. Such Raymond. So, warte, ein Moment. Die Regie sagt gerade, ja, dass wir an dieser Stelle... Bei dem Spannungshöhepunkt gerade, also jetzt geht's aber wirklich rund hier. Jetzt können wir mal eben kurz, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Ja, wir können noch mal ein bisschen schnacken. Besprechen, was erwartet man denn jetzt bei diesem Ende?
Ich erwarte kompletten Bullshit. Was heißt denn? Ey, ich meine, du hast ja jetzt schon eine eindeutige Story und dann ist es ist Bullshit hier. Ja, es ist schon eine eindeutige Story, aber ich, es ist doch schon aber die ganze kommt, Zeit so ein bisschen. Man muss ja immer diese ganzen Umwege gehen, immer irgendwie da noch die Lücke finden und da noch irgendwie ja, das Schlupfloch finden und da vorne links gehen und dann kommst du irgendwann doch zum Ziel und jetzt kommt wahrscheinlich so eine überdimensionale Geschichte. Ja, da so kommt jetzt was ganz Abgefahrenes, also womit ich überhaupt nicht rechne, mit dem Mond und der Sonne und keine Ahnung was, okay. Explosionen, Massenmord. Und Elder ist jetzt, wie heißt der, Raymond? Raymond. Der ist jetzt... Glaubt ihr, das ist der? Nee. Also ich glaube, weiß es nicht, also... Ja, könnte auch die Schnapsdrossel sein, zum Beispiel. Ja, aber es wäre ja jetzt cool, wäre das jetzt einfach die Lösung, oder nicht? Es ist ja doch immer so, dass man, vielleicht war man es auch selber. Oh, weil man der Teufel ist. Ja. Aber vielleicht habe ich damit jetzt schon zu viel vorweggenommen mit der Aussage. Aber das könnte wirklich sein. Ja, aber wir müssen ja auch sehen, ne? Ja, wie soll man das denn... Die Schnapsdrossel kann es entweder sein, das Kind schließt... Die beiden Kinder schließe ich schon mal aus. Na? Ich schließe den anderen nicht so sehr aus. Also, den Angsthasen? Ja. Achso, okay. Der spielt ja seine Rolle. Und die spielt er sehr gut. Meinst du echt? Ja. Also, ich weiß nicht. Also, ich würde jetzt sagen, da das Mädel ja meinte, alle Erwachsenen sind scheiße, so grob formuliert. Stimmt. Dass sie alle sterben lassen will. Ja. Ja, das ist schwierig zu sagen. Okay, zumindest sind wir schon mal einig, Elder war es nicht. Ja, da bin ich mir sicher. Elder hat uns ja gerufen, um das herauszufinden. Ja, aber dadurch hat er ein gutes Alibi, oder? Ich meine, Schmetterlinge können sich doch totstellen, das weiß man doch. Das hat man doch damals in Biologie gelernt, dass sie immer, wenn die in Gefahr sind, dass die sich, die legen sich hin. Stellen sich tot, ja. Ja, okay. Und was ist mit unserem Begleiter? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Stimmt, der Begleiter, das ist auch ein Unschuldslamm und der spricht echt kacke. Ja, aber... ja, aber das kann ja auch irgendwie nicht sein, weil wenn er uns die ganze Zeit begleitet, sind der Begleiter zusätzlich, den gibt es gar nicht. Doch, klar gibt es den. Nein, den gibt es nicht, das ist Schizophrenie oder wie das heißt. Nein. Der ist doch dazugekommen in der ersten Szene, der sagt, oh, so und so ist auch hier. Da wird doch nicht die Tür aufgehen, wenn deine Schizophrenie plötzlich... Guck mal, wir sind alle Schmetterlinge im Ja, das Haus. Kann er sich doch alles eingebildet haben. Hallo, wir haben doch alle ein Zimmer. So. Das musst du ja wieder so sehen, ne? Genau, du hast keinen Schmetterling ohne Zimmer und auch kein Zimmer ohne Schmetterling. Das ist die Sache. Aber vielleicht war das auch einfach nur das Klavierzimmer. Das und vieles mehr erfährt man. Ja. Ja, in wahrscheinlich der nächsten Folge. Und das wird erstmal ein bisschen lange dauern, bis wir die drehen werden, aber. Ja. Kommt schon noch. Kommt. Oh. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.